Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Dein Verein FK Austria Wien. Wir sind alle zu Hause im Homeoffice, auch Christoph Monschein. Schön, dass Sie mit dabei sind und bei dieser speziellen Ausgabe von Dein Verein Austria Wien. Beginnen wir mit der wohl am meisten gestellten Frage in Zeiten wie diesen. Wie geht's Ihnen denn und wo befinden Sie sich derzeit? Ja, mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Also ich bin da in Oberösterreich bei der Familie von meiner Freundin. Eigentlich schon die ganze Zeit. Ich war nur kurz mal in Wien, neue Sachen holen, aber im Prinzip bin ich da in Quarantäne und bin dann ja sehr froh, dass ich da sein kann, weil es ein Riesenhaus mit einem Riesengarten und jetzt im Moment scheint auch die Sonne. Ich glaube, das macht es angenehmer, das Training jeden Tag. Ja, und von dem her geht es mir eigentlich ganz gut. Wie schaut denn so ein Tag bei Ihnen jetzt aus? Mal nicht in Wien, weit weg vom Austria-Trainingszentrum und zu Hause bei der Freundin. Wie läuft das so ab? Ja, also meistens stehen wir zwischen 8 und 9 Uhr auf, machen uns dann fertig für die Läufe, eben für meine Läufe. Sie begleitet mich oft mit dem Fahrrad oder läuft teilweise mit, dann spaziert sie nur, ich hole sie dann wieder ein quasi und ja, danach ganz normal machen wir uns was zum Essen und dann verbringen wir den Tag meistens im Garten oder spazieren durch die Landschaft da, wo kein Mensch im ist zum Glück. Damit haben wir kein Problem dann. Ne? Und ja, es ist ganz schön da und bin froh. Ja. War das, dass man einfach mehr Platz hat dann in Oberösterreich im Haus, auch der Grund, dass Sie beide gesagt haben, ja, wir fahren dorthin und bleiben nicht in Wien? Ja, auf jeden Fall, weil in Wien habe ich eine 70 Quadratmeter Wohnung mit einem wirklich kleinen Garten und da ist ab 13 Uhr zum Beispiel keine Sonne mehr. Von dem her, glaube ich, haltet man das nicht lange aus dort, wenn man echt nicht vor die Tür kann. Und ja, für meine Läufe auch ist hier einfach perfekt. Ich kann variieren mit den Laufstrecken, ich kann ja Steigungen einbauen, das ist alles da kein Problem und von dem her kann ich da viel, viel, viel fitter sein. Wie schwierig ist es denn in so einem Homeoffice, sich zum Trainieren zu motivieren? Ist es jeden Tag anders oder ist es schwieriger, als wenn man dann am Platz steht jeden Tag? Ja, auf jeden Fall. Erstens mal, man hat keinen Ball dabei. Zweitens, es sind keine Mitspieler, mit denen man einfach einen Spaß hat. Schon allein das Gefühl vor dem Training in der Kabine oder danach, wo man ja einen riesen Spaß einfach hat, das fehlt komplett. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich eben da mit meiner Freundin bin. Sie motiviert mich auch recht. Sie ist auch sehr, sehr sportlich. Das heißt, sie will auch jeden Tag was tun. Von dem her gehen wir immer alles gemeinsam an. Meistens schaut sie mir dann bei den Sprints und so zu, filmt mich, was auch leibend ist, weil ich dann sehen kann, wie ich ausschaue dabei. Ja, also es ist nicht so schlimm wie alleine, aber natürlich nicht das Gleiche wie ein Fußballtraining. Aber das heißt, die Freundin ersetzt jetzt gerade Christian Ilzer in dem Fall. Ja, die nächste Variante. Im weitesten Sinne, ja. So ist es, ja. Wahrscheinlich angenehmer mit der Freundin, oder? Auf jeden Fall, genau. Wie ist denn der Kontakt mit der Mannschaft? So habt ihr da WhatsApp-Gruppe oder ansonsten andere Apps, wo ihr gemeinsam auch teilweise trainiert? Da sieht man ja von verschiedensten Vereinen Videos und Fotos, wo dann 20 einmal zugeschaltet sind beim Athletiktrainer oder sowas in der Art. Wie schaut das bei euch aus? Ja, wenn du das ansprichst, das habe ich bei der Admira zum Beispiel gesehen. Die haben gemeinsames Workout gemacht über so einen Channel. Ja, das haben wir zum Beispiel noch nicht gemacht. Aber wir haben auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Spielern nur, wo noch intensiverer Kontakt ist, eben mit dem man sich einfach am besten versteht im Moment. Aber dann haben wir eine eigene App, die heißt Team One. Da kommen die Trainingspläne wöchentlich rein, da wird analysiert, da kommen die Daten rein von der ganzen Woche. Da füllen wir Fragebogen aus, was unser Wohlbefinden betrifft. Also es ist recht professionell und muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Man kann sich wirklich gut fit halten auch so. Wir sind im engsten Austausch mit allen Betreuern über diese App eben. Und ja, also gibt es eigentlich keine Fragen im Moment oder Unklarheiten. Von dem her finde ich super, wie das abbrennt.
Aber generell, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen zu vergleichen mit so einer Zeit im Winter, wo man kein Training hat, wo man einfach die Pause hat, wo man sich einfach selber fit halten muss. Wie weit ist man denn jetzt weg von dem, wie man sonst eben ist, wenn man mitten in der Saison steht? Ja, also vom Gefühl her ist ganz klar wie in der Urlaubszeit die 2 Wochen, was man da auch immer Läufe machen müssen. Aber jetzt ist es schon ein bisschen anders. Wir haben das echt professionell gemacht. Der Athletikcoach Marco Angela von uns hat sich bei jeder Übung gefilmt. Ich glaube, wir haben über 12 verschiedene Videoclips bekommen mit 12 verschiedenen, ja, Bereichen, was wir tun können. Und das ist wirklich so gut erklärt, dass wir uns da wirklich, ja, 10-mal so gut fit halten wie im Urlaub oder in der Urlaubszeit eben in der Pause. Von dem her muss ich sagen, ich bin eigentlich jederzeit bereit, dass ich wieder in die Saison starte und im Wettkampfmodus bin. Ist auch vom Athletiktrainer dieses Video, wo sie dann am Trampolin gegabelt haben. Na, das war, sagen wir so, das war Freizeit, das war endlich mal wieder Eigentlich. was mit Ball zu tun und ja, ich habe es eigentlich schon vermisst. Ich habe auch einen Fußball mit da, von dem her mache ich auch immer wieder Übungen mit meiner Freundin und ja, das war halt ein Spaß, sie hat meinen Ball raufgeschossen und ich habe einfach zum Gabern begonnen und sie hat es gefilmt. Ja, Hauptsache haben wir Ball leicht. dabei. Genau, war ich glücklich wieder. Wie schwierig fällt es denn in Zeiten wie diesen, sich ernährungstechnisch irgendwie gut zu ernähren? Sie haben ihre Ernährung, wenn ich richtig bin, umgestellt im vergangenen Sommer. Hält man sich da jetzt auch dran oder ist da der Griff zur Fertigpizza dann schon sehr verlockend? Na, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, so gut und so konsequent, wie ich mich jetzt im Moment ernähre, habe ich mich noch nie ernährt. Es ist echt, ja, es ist ja so, wir sind nur daheim. Dadurch haben wir viel mehr Zeit. Wir verbringen wirklich 3, 4 Stunden am Tag in der Küche. Ich backe einen Kuchen mit meiner Freundin fast jeden zweiten Tag und genau auf meine Ernährung abgestimmt mit den Zutaten, die ich vertrage oder die ich brauche für mich, um mein bestes Energielevel zu erreichen. Und wir sind wirklich mindestens 3-mal am Tag, richten wir eine Mahlzeit in der Küche her. Und ja, es macht auch viel Spaß. Also ich habe so viele neue Gerichte ausprobiert, was ich in den letzten Monaten nicht konnte. Von dem her, ja, gefällt mir das eigentlich von der Ernährung her sehr gut und ich lerne meinen Körper noch besser kennen. Ja, vielleicht gibt es ja dann bald ein Kochbuch von Ihnen. Ja, wäre eine Überlegung wert. Gut. Wäre was für die Zeit nach der Karriere dann. Ja, stimmt. Was glauben Sie denn generell? Geht es weiter? Wenn ja, wann geht es weiter? Haben Sie eine Einschätzung? Ja, prinzipiell glaube ich, kann es keiner noch beantworten, genau wann es weitergeht. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Ich bin topfit, fühle ich mich. Ich bin bereit für den Wettkampfmodus wieder. Und ja, andererseits entscheiden das eben andere, ob man die Saison fertig spielen, ob sie abgebrochen wird. Ja, gibt es Geisterspiele? Puh. Ist ganz schwierig, aber wenn ich meine Meinung sagen kann, dann finde ich, dass wir auf jeden Fall die Saison fertig spielen sollen. Wir sind so weit schon. Mehr wie die Hälfte ist gespielt und man sollte sie auf jeden Fall, wenn es möglich ist, irgendwie beenden und auch wenn es dann Geisterspiele sein sollten. Obwohl natürlich ich genau weiß, wie Geisterspiele sind, weil man sie ja teilweise aus Vorbereitungen kennt oder aus Testspielen, wie wenn keine Zuschauer da sind, was wirklich nicht, ja, nicht cool ist, was keinen Spaß macht im Endeffekt. Aber wie gesagt, wenn es darum gehen muss, da, ob man fertig spielt oder nicht, bin ich schon dafür, dass wir Geisterspiele halten. Ja. Geisterspiele werden ja, wie viele sagen, auch für die Leute, für die Fans generell, was das zumindest, wenn sie sich vom TV anschauen können, ein Stück Normalität oder ein Stück Unterhaltung Richtig. zurückbringt. Das heißt, Geisterspiele sind auch Ihrer Meinung nach die bessere Option, als die Saison quasi abzubrechen. Ja, auf jeden Fall, bevor wir wirklich die Saison abbrechen und eigentlich nicht eine faire Lösung finden können. Ich habe gehört, Berichte über die vergangene Platzierungen sollen gewertet werden, was ich ein Blödsinn finde, weil es eine neue Saison ist. Dann der jetzige Stand, den sollten wir auch nicht werten, weil es unfair wieder ist, weil noch so viel passieren kann in 10 Spielen oder was noch sind.
Von dem her, ja, gibt es da einfach keine faire Lösung. Aus dem Grund finde ich, dass wir es auf jeden Fall fertig spielen sollten. Es war ja so ein bisschen jetzt ein Auf und Ab und immer wieder hat es Nackenschläge gegeben. Schlussendlich ist man jetzt in dieser Qualifikationsgruppe gelandet. Wie bitter ist denn der Unterbruch jetzt auch in Anbetracht dessen, dass man ja gerade jetzt so ein bisschen in Form gekommen, so ein bisschen eine Konstanz reingebracht hätte? Ja, stimmt. Also ich glaube, wie viele Spiele haben wir nicht verloren? 7, natürlich aber leider auch nicht gewonnen. Aber es zeigt auf jeden Fall eine positive Tendenz, weil, wie man weiß, waren die letzten Jahre, Monate bei uns einfach nicht das Wahre, das, was wir uns vorgestellt haben. Und die letzte Zeit war wirklich sehr, sehr gute Qualität auch von uns, allein in den Trainings, was ich beurteilen kann. Und ja, also ich finde es echt schade, dass genau jetzt die Pause kommt, die Unterbrechung ist. Und von dem her, ja, hoffe ich einfach, dass wir danach wieder so anknüpfen und anschließen an der Leistung und dann noch das Bestmögliche rausholen. Jetzt ein bisschen mit Abstand, jetzt ist schon ein Monat quasi das letzte Spiel her. Haben Sie schon Zeit gehabt, die Saison für sich ein bisschen Revue passieren zu lassen? Das, was einfach in diesen ersten Spielen jetzt bis zur Teilung so passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, glaube ich, jeden Tag drüber nach, über die Saison, generell über Fußball, was hätte man besser machen können, was hätte ich besser machen können. Aber ja, es ist ganz schwierig, da das auf einen Nenner zu bringen und genau zu sagen, was der Grund ist. Aber ich denke einfach, dass es schon seit längerem so ist bei der Austria. Es waren viele Trainerwechsel, nicht nur in der Saison, also es waren die letzten Saisonen so, die ich beurteilen kann, dass einfach viele Wechsel war bei den Trainer, dadurch viele neue Systeme, viele neue Inputs, was natürlich für viele Spieler auch Verwirrung bringt. Und das Wichtigste eigentlich die Sicherheit, die jeder Spieler braucht und haben muss, damit er performen kann, die war einfach nicht gegeben in den letzten Jahren. Und ja, durch diese Unsicherheit eben kamen dann oft diese Leistungen zustande. Und ich glaube, dass das ein wirklich großer Punkt ist. Ja, was jetzt auch wieder, wo Ruhe jetzt reingekehrt ist, wo jetzt viel Stabilität durch den Trainer gekommen ist und was dann einfach wieder, ja, für uns spricht und Was dann auch was wieder ich denke, Konstanz bringen kann, ne? genau, Ja. was Konstanz bringt, was sehr wichtig ist eben. Ja. Sie haben angesprochen auch, was hätte ich besser machen können? Auch darüber macht man sich Gedanken, aber ich glaube, so viel haben Sie jetzt in der bisherigen Saison noch nicht falsch gemacht. 15 Tore und 5 Assists sprechen irgendwo für sich. Was glauben Sie denn, um das Positive herauszustreichen? Was ist der Grund, dass bei Ihnen gerade jetzt in dieser Saison der Knopf aufgegangen ist? Ja, also ich denke, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich habe das wirklich schon oft analysiert und versucht zu verstehen, warum das genau jetzt so ist. Und das habe ich größtenteils auch. Ich muss, ja, wenn ich kurz anfange, dann natürlich spielt meine Freundin eine Rolle. Ich bin dadurch im privaten Leben viel ruhiger geworden, ja, ich kann mich viel besser konzentrieren auf Fußball jetzt und dadurch aber auch wieder super abschalten mit ihr. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Ich fühle mich viel fitter, ich habe viel mehr Energie für den Sport und das bringt natürlich bessere Leistungen dann im Endeffekt auch am Wochenende am Platz. Und ja, dann zum Beispiel bin ich einfach jetzt ein weiteres Jahr Profi, habe wieder viel Erfahrungen gesammelt, viel Negatives erlebt, auch bei der Austria vom Gesamtbild her, eben von den Leistungen. Dadurch, das hat wieder meine Psyche gestärkt, mental bin ich einfach stärker geworden und heuer hat es einfach auch gut geklappt, weil ich sehr motiviert war seit meinem Abruf beim Nationalteam. Also das hat mich so pusht, das hat mir wieder die Augen weiter geöffnet, das hat mir wieder gezeigt, was möglich ist im Fußball, was man erreichen kann. Gerade ich hätte mir nie vorstellen können in meinem Leben, dass ich jemals eine Chance habe aufs Nationalteam, weil ich seit jetzt gerade einmal 4 ein Profi bin, davor überhaupt nicht mal Profi werden wollte, wirklich. Von dem her, ja, geht das auch so schnell im Fußball. Und das hat mich echt motiviert das Jahr. Und ich habe so viel investiert und reingehauen, dass ich mich noch mehr weiterentwickle als zuvor. Und das ist mir echt super bis jetzt gelungen. Ja, jetzt habe ich eh 4 verschiedene Fakten aufgeschrieben. Ich glaube, das spielt alles zusammen und Ja. entwickelt dann die Mentalität bei mir, die Einstellung, den Willen und alles Mögliche. Ja.
Sie sind ganz oft in den vergangenen Monaten so als die Lebensversicherung der Austria tituliert und bezeichnet worden. Man hat auch jetzt so das Gefühl, Sie haben kein Problem mit dem Umzugehen, dass Sie eben mit dieser Selbstverständlichkeit und mit diesem Selbstbewusstsein, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben. Ja, klar hört man viel und ist auch natürlich teilweise nicht einfach für einen Menschen damit umzugehen, weil man natürlich auch den Druck verspürt, dass man die Leistung bestätigen muss, Woche für Woche, dass man noch mehr rausholt, um wirklich gerecht zu werden. Aber so denke ich überhaupt nicht. Ich sehe das eher jedes Mal, wenn ein Lob kommt oder wenn über mich so berichtet wird, ist das einfach quasi die Belohnung, das, was mich stolz machen soll, das, was meine Leistung einfach, ja, die Belohnung eben für meine Leistung. Und Gegenteil motiviert mich das noch mehr, dass ich weiter Gas gebe, dass ich noch mehr von dem bekomme. Und so denke ich einfach, ich mache mir überhaupt keinen Druck, weil ich weiß genauso, dass man wieder in ein Loch verfallen kann oder dass es wieder die ja, Talfahrten gibt in jeder Karriere. Die habe ich auch schon hinter mir. Aber immer wieder bin ich ins Hochkommen und habe wieder gezeigt, was ich drauf habe. Und so werde ich den Weg weitergehen. Wenn mal es nicht so läuft, bleibe ich dran, gebe noch mehr und komme noch stärker zurück. Und das ist mir bis jetzt super so gelungen. Daher mache ich mir überhaupt keinen Druck, wenn es einmal nicht rennen soll, und genieße einfach Woche für Woche, dass ich da wieder alles raushauen darf, für das ich einfach, ja, dann die Tage unter der Woche von Ernährung und vom Training her alles gebe. Ja, wie ich finde, Christoph Monschein, ein schönes Schlusswort. Haben Sie noch etwas, das Sie den Austria-Fans, die sich dein Verein FK Austria Wien anschauen, bei uns mitgeben möchten? Vielleicht, dass Sie das virtuelle Fanbuffet unterstützen oder sonst was? Ja, das zum einen auf jeden Fall sollten Sie das unterstützen und andererseits, dass Sie einfach gesund bleiben, am besten wirklich daheim bleiben, so wie ich es auch mache oder wie anderen Spieler alle machen und ja, dass Sie auf sich schauen und ja, ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder im Stadion sehen können, in besseren Umständen. Das hoffen wir auch. Christoph Monschein, vielen Dank fürs Gespräch und fürs Gerne. Zeitnehmen. Und auch Ihnen allen Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Dein Verein FK Austria Wien. Ciao.